Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir können heute davon ausgehen, dass der IS aus weiten Teilen des Iraks und Syriens erfolgreich vertrieben wurde. Der IS ist aber immer noch eine gefährliche Terrororganisation. Der IS ist immer noch eine Bedrohung für die gesamte Region und er verfügt über Strukturen, die noch immer funktionieren. Ein internationaler Beitrag zu einer nachhaltigen Bekämpfung des IS und der Stabilisierung des Iraks ist daher nach wie vor notwendig und sinnvoll. Als FDP-Bundestagsfraktion ist es uns wichtig, im Rahmen der internationalen Gemeinschaft Verantwortung für mehr Sicherheit und Stabilität in der Region zu übernehmen. Leider stellen sich im Zusammenhang mit diesem Mandat jedoch viele Fragen, die noch immer von der Bundesregierung nicht beantwortet wurden. Die Entscheidung, das Mandat der Tornado-Mission in Jordanien mit dem Mandat der Ausbildungsmission im Irak zu vermischen, ist und bleibt ein Fehler, meine Damen und Herren. Beide sind von der Aufgabenstellung her völlig verschiedene Mandate und müssen auch so behandelt werden. Die Vermischung der beiden Mandate macht es für uns leider unmöglich, diese Mission zu unterstützen. Nicht erst seit gestern kritisieren wir die Unklarheiten und die Problematik der Ausbildungsmission im Irak. Bis heute ist man auf unsere Kritik nicht eingegangen. Meine Damen und Herren, der Bundesaußenminister ist ja heute nicht da bei dieser Debatte. Der Bundesaußenminister reist permanent durch die Welt, das muss er auch, und erklärt uns bei jeder Gelegenheit, wie wichtig Multilateralismus ist. Aber bei der erstbesten Gelegenheit geht er einen bilateralen deutschen Sonderweg, anstatt sich einer funktionierenden NATO-Mission anzuschließen, meine Damen und Herren. Wir können diesen Fehler nicht nachvollziehen. Und Sie haben mit diesem Schritt nicht nur die Opposition in diesem Haus verwirrt, Sie haben nicht nur die Opposition in diesem Haus verwirrt, sondern viel schlimmer. Sie haben unsere NATO-Verbündeten, unseren NATO-Partner verwundert und irritiert. Und das wiegt viel schwerer, meine Damen und Herren. Diesen deutschen Alleingang kann niemand verstehen. Unsere im Irak stationierten Soldatinnen und Soldaten haben eine einfache Bitte an diese Bundesregierung. Klarheit über das Mandat und Planungssicherheit für alle, die inhaltlich und organisatorisch mit dem Mandat befasst sind. Dass die Bundesregierung mit einer angeblichen Kompromisslinie die Soldatinnen und Soldaten in 5 Monaten wieder mit der gleichen Ungewissheit konfrontiert, ist für mich unbegreiflich. Bei jeder Debatte in diesem Haus wird erzählt, dass es wichtig ist, dass Europa bei Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik mit einer Stimme spricht. Diese Bundesregierung ist nicht mal in der Lage, bei einem einfachen Mandat mit einer Stimme zu sprechen. Es gibt die Position des Bundesaußenministers, es gibt die Position der Verteidigungsministerin und natürlich gibt es noch die Position des Schattenaußenministers Mützenich. Das alles auf Kosten der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik und was viel schlimmer ist, meine Damen und Herren, und was viel schlimmer ist, auf Kosten der deutschen Soldatinnen und Soldaten, die vor Ort einen außerordentlich guten Job machen, meine Damen und Herren. Herr Präsident, ein letzter Gedanke. Solange die Stabilisierungsmission also nicht auf eine verlässliche NATO-Grundlage gestellt ist und solange diese Mandate nicht voneinander getrennt betrachtet werden, können wir als FDP hier nicht mitmachen. Von daher vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Gieserei. Als nächste Rednerin spricht zu uns die Kollegin Heike Hensel, Fraktion Die Linke.